Tendenz steigend. Detlef Seidensticker ist der kantigste der sechs Maler aus der Projektgruppe Tendenz und Klima. Alle kommen aus dem Fotorealismus, malen aktuelle Bilder, geprägt vom Fernsehen hauptsächlich und von Zeitschriften. Gerhard Prokop malt direkt vom Bildschirm ab. Er zwingt den Betrachter, sich mit den Bildern auseinanderzusetzen, die im Fernsehen an ihm vorbeirauschen. Wie schön doch das Leben in Deutschland ist, heißt die Installation von Bernhard Springer. Er spielt mit der Wechselwirkung zwischen Realität und ihrem Abbild in den elektronischen Medien, weist auf die Rolle dieser Medien als Realitätsersatz hin. Ausgangspunkt für alle Maler der Gruppe ist das Bewusstsein davon, dass die Fähigkeit zur bildlichen Aneignung der Welt durch den Einfluss elektronischer Medien verloren geht. Andy Hinz macht Videos, um eben dies auszudrücken. Er produziert Medienbilder gegen das abstrakte Denken. Warum? 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 Vielleicht sehen Sie auch das Indiz dafür, dass die Klassenkultur in eine umfassende Krise gerät. Gruppe Tendenz und Klima nennt ihre Arbeiten trivial. Sie will private Mythen pflegen und das No-Future-Lebensgefühl vom Anfang der 80er Jahre vermitteln. Die der Gruppe eigene Galerie U5 Institut für Bilderbilder in der Anglerstraße soll nach Worten der Künstler abartigen Realismus zeigen, der interessant, hart, quicklebendig und quietschvergnügt ist, jenseits der neuen Wilden und deshalb nicht langweilig.